Hallo und willkommen zur allerletzten Folge The Forest. Wieder zusammen mit Angelo und Niklas. Ja, wie schon gesagt, das wird die letzte Folge sein. Aber keine Sorge, es werden trotzdem noch weitere Videos folgen. Ihr könnt gerne unten in die Kommentare schreiben, was ihr für Projekte sehen wollt, die wir zu dritt oder zu viert spielen können. Ich werde selber mal eine kleine Liste anfertigen und unten in die Info packen. Vielleicht sind da auch schon Sachen dabei, die von irgendwem gern gesehen werden wollen würden. War das Deutsch? Keine Ahnung. Aber ist ja auch scheißegal. Ich wünsche euch trotzdem viel Spaß beim Video. Lasst ein Like und ein Abo da. Und viel Spaß. Lukas, wo müssen wir lang? Ich bin schon auf dem Weg. In der feuchten Halt's Maul! Höhle und ich meine nicht deine Mutter. Ach, du meinst in das feuchte Loch rein? Scheiße, ich sehe nichts. Es ist dunkel. Hast du keine Taschenlampe, Alter? Nee, jetzt. An deinem Ding. An mein Ding! An mein. Damit ich im Dunkeln noch treffe oder was? Dann Oh, brauchst du. fuck! Alter, mau jetzt. Jungs? Was? Ich habe ein kleines Problem. Wartet ihr kurz? Wir Ich warten muss am. mal raus aus dem Wasser. Wir warten. Dein Container fast leer, also dein Gas. Der war komplett leer. Dein Gas, als würdest du mit Gas tauchen gehen. Meiner ist auch gleich leer, deswegen bin ich mal vorgesprungen. So, meiner ist voll. Frage. Würde mir jetzt mal endlich einer sagen, wo ich hier lang muss? Ja, in die Mitte von dem See ist so ein kleiner Spalt, wo du mit X durch schwimmen kannst. Das schaffst du. Digga, komm mir doch einfach entgegen. Ich weiß nicht, wo ich lag. Ach, hier. Ach, aber erst über ausrasten, ne? Ich sag nur wie ja! du, Angelo. So, warten wir mal auf. Nikla ja, du musst ja nicht gleich das Katana zücken, Angelo. Alles gut. Meine Güte, Alter, da geht's da tiefer rein als in deine Mutter, Lukas. Kann ich nicht wissen. Ein Tor. Das war nicht nur ein Eigentor. Der hat eine Hattrick gegen sich selbst gestartet. Egal, das war's mir wert. Sag mal, ist hier der Trommelkreis oder was? Ich höre die ganze Zeit nur Leute trommeln. Was ist mit dir los, Alter? Ich hab Trommeln gehört. Hä, sind wir jetzt hier nicht gerade auf der Waldorfschule? Oh, guck mal, der hat uns gezeichnet. Stalker. Nur der kleine Schwanz von Niklas fehlt. So, let's ey! Go! Die da rumschwimmen. Du Stück Scheiße, Alter. Was ist das hier eigentlich? Er stellt hier gerade einen Strahl in die Ecke. Hä? Ich hab's auch gehört. Sorry. Niklas, hast du ein Arschwasserventil wieder aufgemacht, oder? Ja. Es ist leider ein bisschen undicht, deswegen muss ich es regelmäßig entleeren, weißt du? Das riecht hier also so. Das könnte sein, ja. Ich dachte, das lag an den ganzen Leichen hier, aber anscheinend nicht. Digga, wozu brauchen wir eine Taschenlampe, wenn wir an Dings Taucheranzug eh eine Taschenlampe haben? Mir ist gerade aufgefallen, ich habe immer noch kein einziges bisschen Rüstung, ne? Ich habe auch keine, ich habe nur Wärme. Ich habe nur Wärmesachen. Ich habe nur so ein Lederding. Erstmal das Ding ausrüsten. Oh mein Gott, dass man das extra ausrüsten muss, ist auch so ein Krampf, ne? Hm. Ey Leute, aber, Leute. Nicht ey Leute. Ja, ich weiß, du machst auf Styler. Ich mach auf richtig heftigen Ghetto Man. Oh mein Gott, ich hab's verkackt. Nicht lachen. Wartet mal, Jungs, wo muss ich denn jetzt lang? Nach links. Nach links. Weiter? Lukas, was ist denn mit dir? Hör mal auf, ich kann nicht springen irgendwie da oben. Ich renne nur, weil ich spring nicht. Wenn du fertig bist, X. Hä? Wo? Wo? X! Nein, Kreis oder nicht? X. Ach so, hier. Also ich bin rübergesprungen. Nach dem dritten Versuch. Sie sehen nun eine weitere Ausgabe von Random Momente mit Lukas. Viel Spaß. Runter vom Tisch. Runter vom Tisch, Digga. Stell dieser der wieder ein Table Dancer, ne? Wenn man der, oh, wenn man was, der Alter? Kein. Was? Wie, Alter, du kriegst einen Table Dance, während du aufnimmst? Digga, warum krieg ich sowas nicht? Der B-Job kommt auch gleich noch. Ja, wir sollten kurz pennen. Wieso pennen? Pennen bringt uns doch gar nichts. Scheiß drauf, pennen einfach. Ich mein, speichern. So.
Ich werde zum Urmenschen, wenn ich länger auf dieser Insel bleibe. Es ist die richtige Keycard, oder? Bitte. Die blutige ist richtig, ja, die blutige ist richtig. Regenblut. Geht jetzt auf. Hallo, bei mir erlädt alles, ich habe Tinnitus, aua. Weil wir, ich habe mir auch einfach gefreezt. Dürfte ich mal vorbei, ich möchte mal sehen, was da hinten ist. Hier ist ein Farbeimer, ja. Hier können wir uns gut anmalen. Ah. Niklas, komm, mach eine Arschbombe! Achtung, jetzt komm ich! Oh. Es Digga, sah so unspektakulär aus. Ich glaube, heute ist ein guter Tag. Ich gehe mal woanders lang. Möchte rausfinden, was hier ist. Ja, oh, hier, bei mir ist alles. Ranger. Bei mir ist alles falsch. Ja, okay. Ich bin komplett falsch. Ich hab ein Met. Ja, wir müssen langsam was zu fressen finden. Ja, wer ist das? Das ist falsch. Hä, ich bin falsch gelaufen. Das ist aber auch falsch. Moment. Aber hier sind noch Mets, okay. Hä, Moment, jetzt bin ich gerade überfordert. Oder war das doch richtig? Hä? Bei dir ging's doch hoch, Digga. Jetzt schnell. Ach, da ging's hoch? Hör langsam zum Dings. Ach, hier geht's hoch. Nice. Ich bin der Beste. Der Beste. Der Beste im Schlechtsein. Oh, ja, komm. Der Beste. Schlecht. Komm, gib mir. Oh ja, was fressen. Und was saufen. Ich nehme gleich ein paar mehr mit. Sollte reichen. So. Jetzt habe ich 6. Ich hol mir mehr, ich hol mir mehr. Ich muss. So, Niklas, weißt du, was das Geile ist? Wir können Kaffee trinken. Alles Gute, Dorian, zu Geburtstag. Yeah. Ich möchte 10 Snacks haben. Ich möchte einmal im Leben in diesem Game 10 Snacks. Ich hab 10 Snacks. Ich hab 12. Ich hatte noch nie 10 Snacks. Okay, wollen wir hier uns mal ein bisschen umgucken? Oh, hier können wir gar nicht rein. Na, wir müssen da hoch. Ja, ich weiß. Moin, Anjo. Oh, machen wir. Okay, wir machen Paartherapie. Niklas ist der Therapeut und ich und Anjo sind das Paar. Wieso sehen wir nichts? Besser? Ja. Ich finde schön, dass der. Hier ist noch ein Automat. Können wir nicht einen. Oh, hier liegen 5 Arrow. Ist noch Alk. Ih, was ist das? Das passiert, wenn du einen mutierten Penis hast, dann ist das Sperma auch mutiert. Ich glaube, das war ein Schamhaar, oder? Oder? Obwohl, warte, ich kurz mal. Was hast du vor dein? Nein, schmeckt ein bisschen nach Regelblut, Alter. Ist der Endboss eine Frau? Mädchen. Oh. Jetzt wird. Jetzt! Also für den Fall. Die würde ich auf Sex schätzen. Für den Fall, dass. Für den Fall, dass sie uns umbringen möchte, könnte ich mir vorstellen, dass sie eventuell ihre Tage bekommen hat. Okay. Oh. Gibt ja viele Frühreife, ne? Niklas, bitte. Es wird von Sekunde zu Sekunde kritischer. Ich weiß nicht mal, ob ich das überhaupt mit reinschneiden kann. Es wird von Sekunde auf Sekunde mehr Your Ollie-Style, Alter. Nee, nein, der ist im Gegensatz zum harmlos. Ich meine im Sinne von, dass. Niklas, Lukas, kommst du? Warte. Erzähl weiter, Niklas. Probier dich raus zu, ne, bitte. Probier dich mal raus. Nein, ich mein das halt eigentlich nur so in dem Sinne, Junge, jetzt halt die Fresse und hör auf zu lachen, du Arschloch. Hey, warte mal, wo seid ihr? Bleibt mal stehen. Die sind da hochgelaufen, da die Stangen, so. Ja, das sind. Ja, erzähl weiter, Niklas. Oh mein Gott, Sinne? Meine. in dem Sinne, dass hier. Warte. Hä? Aber. Hä? 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 Warte.
Das, Digga, das tut langsam weh. Weißt du, was ich mich jetzt das allererste Mal frage in den ganzen Folgen? Wo ist eigentlich Timmy? Wo ist der? Stimmt, wo ist er eigentlich? Der liegt irgendwo. Weil ich hab, wir sind jetzt eigentlich nur hier, um Timmy zu holen wegen Kindergeld. Aber den will ich nicht mitnehmen. Nein, Kindergeld. Den will ich auch nicht mitnehmen. Oh, Barbies. Leute, ich bin eingesperrt. Gut so. Oh, guck mal hier, was da liegt. Oh. Okay, warte, ich hole dich wieder raus. Nee, von dir will ich nicht rausgeholt werden. Oder ist Angelo? Okay, dann muss gut sein. Moi, aua, er schlägt mich. Ja, hier ist einfach ein Army, Alter. Wo? Oh, der hat aber Titten. Wo? Ach so, ey. Weißt du, und wenn ich das jetzt gesagt hätte, dann hätte so... Digga, also jetzt wird's langsam immer kritischer, Niklas. Na, du sagst, dass das Kindertitten sind. Das ist schlimm. Da ist ein Asshole. Was? Na, wo ist Arschhole? Digga, Moment. Ich glaube, das ist ein letztes Pfeifloch. Angelo, guck mal hier. Oh mein Gott, mexikanischer Gruppenrudelbums. Digga, einfach nur Arschlöcher. Ey, Bruder, Alter, kann es sein, dass sie meinen Schiss von heute Morgen abgezweigt haben und gefiltert haben? Aber das ist doch nur die Hälfte deines Schisses. Da hört ein Zwein da oben, Alter. Ja, deswegen frag... Ja. Niklas hatte Froschschenkel. Echt? Zum Mittag. Ja, also sie hat mir neu gesehen. Was ist das hier? Ach so, die Neugeborenenstation. Oh, sind die süß. Was ist das denn? Aha, Eigentum. Von Megan. Von Megan. Property. Property. Properti. Siehst du, Alter, nicht mal in The Forest hat Meg irgendwelche Rechte. Oh, hier sind Blumen. Hör ich da Musik? Banzai! Ich höre Musik. Ach, guck mal hier. Eine Klassenpräsentation. Alter. Da hat irgendwer was mit ihm. Ach so, der wollte die Glühbirne wechseln. Ach so. Gut. Ah, der. Oh mein Gott, der Arme, der ist hängen geblieben, ne? Ja, der braucht aber ganz schön lange für die Glühbirne, ne? Wir lassen dich mal hier in Ruhe weitermachen. Oh, guck mal hier sind ganz viele Flaschen. Das wird Nahrungszubereitung sein? Hauswirtschaft? Ach so, ja, die Flaschen, die interessieren ihn, aber dieser Haufen Leichen da hinten, das ist scheißegal. Das ist Fleisch zum Verzehren. Genau. Angelo ist auch schon zu lange auf dieser Insel. Oh, hier ist noch ein Stein. Mhm. Oh, guck mal, Alter. Das wird der Informatikunterricht gewesen sein. Der Informatik. Das ist der Pflegeraum. Das ist der Pflegeraum. Für die Auszubildenden, Alter. Genau, für die Azubis, Alter. Hm? Da hier, guck mal, ich steppe ein Baby mit. Und was? Zeig mal. Was schleppst du? Ja, hier mein Baby. Was für ein Baby? Mein imaginäres. Okay. Moin. Für die letzten Dullis. Ah, Jungs, wir sind im Informatikunterricht angekommen. Moment. Timmy ist doch da drin oder nicht? Hä, ist der da? Wenn ja, kriegt. Okay, der kriegt direkt aufs Maul. Komm, pick ihn, Alter. Digga, Timmy, was machst du da drinne? Oh, ihn tot. Mach einen Kacke. Weißt du, wir müssen uns hier abrackern und der chillt hier, weißt du? Digga, schön im Sonnenstudio. Ja, ist so. Das ist ein Solarium und der chillt hier einfach. Ist aber kein bisschen braun geworden. Das sind die Sonnenstrahlen. Ja. Wieso befummel ich den? Hör mal auf, ihn zu betatschen, Alter. Lukas, das wird immer kritischer hier. Das sieht echt scheiße aus. Alter, Junge! Oh mein Gott, jetzt nimmt er ihn auch noch mit. Heute, bevor mit ihm aber. Ja. Oh, ich glaube, ich höre da was. Ich glaube, ich höre da was. Das ist mein Kind. Die Kaffee hat eine Plätschen, habt ihr das auch? So. Jetzt lege ich schon mal dich erstmal hier hin. Du kleiner Rakatur. Lukas, geh weg. Lukas, geh weg. Ich bring's zu Ende. Ich kann nichts machen. Hä? Ich hab das Spielzeug doch gar nicht zusammen repariert. Warum hat er es da? Hä?
Ich hab nicht mal alle Teile und ich gebe ihm trotzdem das Scheiß. Wie nix für Stain. Kann ich auf den Stein? Hallo! Ey! Du wirst jetzt hier bestimmt kein Kind besteigen, das ist ja ekelhaft, Alter! Wir wehren uns vehement gegen so etwas. Ich krieg mich nicht hoch, Mann. Angelo? Das wird von Sekunde zu Sekunde immer kritischer. Sag das, was sagst du? Na ja. Was mache ich mit dem Kind? Ich weiß es auch nicht, was du damit machst. Du legst eine schlauchartige Verbindung zu Gott, Alter. Ich hab doch gesagt, wir sind hier bei... Weißt du, ich hab doch... falsch angelegt. Digga, ich hab doch gesagt, wir sind hier bei den orthodoxen Christen. Wir brauchen einen anderen Körper, Angelo, rein mit dir. Wir brauchen dich eh nicht. Okay. Hä? Ich dachte, das Mädchen. Nee, Angelo, komm, rein mit dir. Können wir nicht Timmy töten? Können wir nicht Timmy wieder reinstecken? Ist so. Dann leg ich mich dran, vielleicht krieg ich neue Energie. So. Aber Buntstifte in jegliche Körperöffnung, Alter? Untersuch... Nein. Untersuch Angelo, was machst du? Untersuch mal bitte seinen Anus, ob er sich da auch welche eingefügt hat. Okay, Leute, aber bitte kurz nicht gucken, ne? Alter, Junge! Timmy! Also, er hatte nicht nur einen, er hatte zwei darin. Wollte ich nur nochmal kurz. Ah, Jungs, guck mal, Alter. Hier ist der Kaffee. Hier wird das Lehrerzimmer gewesen sein. Oh, cool. Money. Warte kurz. Ayong Haseo. Ich forze kurz auf die Unterlagen, okay? Okay, danke. Danach kann ich sie ja noch Niklas geben. Wie er das Schäfchen dann beibringt, weiß ich nicht. Dann kann er sie essen. Wo ist der eigentlich, die Sackratte? Er rennt vor, der Hund. Wo geht's denn hier lang? Ja, ich fände es schön, wenn du ganz kurz wartest. Das ist, ich glaube, hier geht rein zum... Ja, wartet kurz, bitte. Warte mal. Hier könnt schlafen, hier, ne? So, warte. Nee, Lass hier speichern. Kann man nur schlafen. Hier kann man nur schlafen? Vielleicht ja, dann lass einmal einmal schlafen. Alle auf einer Liege. Ja, wir haben ineinander geschlafen, um Platz zu sparen. Jungs? We can. Ah, ihr habt die Bohne auf. Yes, we can. Ich gehe da nicht als erstes rein. Zack, zack, zack. Wir rennen richtig schnell. Richtig schnell. Guck mal, da vorne steht irgendwas. Oh, fuck. Oh Mensch, das ist die Person, die uns gleich sagt, dass wir beim Versteck der Kamera dabei waren. Das ist doch der Kanzler. Angelo, bitte. Angelo, reiß dich. Okay. Angelo, hörst du bitte auf. Reiß dich zusammen. Ich sehe dich. Ich sehe euch beide in der Cut-Sequenz. Richtig, richtig weird. Ja, wieso ist dieses Mädchen... Angelo! Oh mein Gott, Alter. Die war blutiges Steak essen. Man sieht's noch. Ich glaube, die ist krank. Mit dem Schildkrötenpanzer, Digga. Was ist mit dir los? Ich weiß es nicht. Oh mein Gott, ich glaube, sie braucht ihre Medikamente. Die ist Diabetikerin. Digga, ich glaube, die ist Epileptiker oder sowas. Was ist hier? Ja, oh mein Gott, sie hat einen Anfall! Digga. Weg. Schön, ihr könnt weg, ich nicht. Warte mal, wie zielt man in diesem Game? Einfach nur R2. Ja, nicht. Ja, nur R2 drücken. Ey, wieso ich? Oh, die Mucke, Alter, die kommt zu laut. Brennt sie? Ja, Wutzki. Yo! Ich bin in Fidget. Ah! Oh mein Gott, nein! Warum immer ich? Die ist ein fucking Beyblade. Beyblade Burst Turbo. Oh, ich treff sie mit jedem einzelnen Pfeil und sie brennt. Run! Lauf, Forest, lauf! Oh. Lass Angelo in Ruhe. Weg, Explosion. Junge, zünd's doch an. Ich
weiß nicht mal, ob ich überhaupt treffe. Oh, den habe ich nicht getroffen. Sie springt mich ja richtig an. Ja, ich habe ihn getroffen. Oh, ich bin def, ich bin def, ich bin def, ich bin gleich def. Ja, irgendwo in der Ecke, weil sie trifft, dass ich nicht hochholen kann. Ist sie hinter mir? Die ist hinter mir, warum? Ballert sie ab, bitte. Mach ich schon. Ich muss ein Medi nehmen. Olle lapprige Schlampe. Jawohl, Niklas. Ich hab einen Molotow. Sprengstoff. Oh, fuck. Sprengstoff. Ja, mit Sprengstoff ist kritisch bei der. Kannst du nicht so gut treffen. Die holen wir uns, die snacken wir. Oh, scheiße, der war kacke. Ja, ich muss bald auf Nahkampf gehen. Da wünsche ich dir viel Glück. Verpiss dich, Angelo. Ich hab sie getroffen. Ja. Nehmen sie mir ab. Ja, Niklas, gut, 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 gut. Ich probiere es jetzt einmal mit Sprengstoff. Ich habe eh nur eins. Ich habe auch mal eins. Ey, Muschis, ich bin ein Sniper, Gott. Yo. Aua, wow, 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 mach dich ab, Potze. Ich bin def, ich bin def, ich bin def, ich bin def. Einer muss die weglocken. Ich lenke ab, wenn ich treffe. Und einer muss mich hoch. Kriegt mich wer? Ja, ja, Niklas, geht das. Alles scheiße, ist wieder bei euch, ich bei euch, ich bei euch. Danke, 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 danke. So, und jetzt kurz rennen. Ja, komm. So, ich probiere mich zu heilen. Kaffee, Alter. Oh, ich hab sie gefunden. Nein, 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 Jungs, Hilfe! Was ist jetzt los? Scheiße. Fuck, ich hab keine Brandpfeile mehr. Moment. Das war's. Haben wir. Hol Schwert raus, dann müssen wir drauf ballern. Die hat simuliert! Die hat simuliert! Scheiße, ich liege. Ja, ich auch. Okay, wartet. Oh, fuck. Bleibt kurz noch drin. Ich respawne. Und wenn ich drin bin, könnt ihr auch wieder respawnen. Aber ich muss erst mal meine Sachen kriegen. Ah ne, ich hab mal. Oh mein Gott, man spawnt mit all seinen Sachen. Bleibt aber drinne. Ich nehme kurz ein Medi. So, was mache ich jetzt? Okay. Kombinieren. Zack. 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 Bitte helfen Sie mir. Ich bin hier an der Gefahr. Bitte helfen Sie mir. Ihr könnt respawnen. So, Fotze. Jetzt hole ich dich so, mit der Kette. So, das ist so nach dem Motto, immer wenn einer drin bleibt, auch wenn er down ist, dann wird es nicht resettet. Mein letztes Met. Ich gehe mit der Kettensäge drauf jetzt. Alles oder nichts. Ich lieg gleich wieder. Ihr müsstet sie ablenken. Dauert kurz. Keine Pfeile mehr. Das gibt's nicht. Warum ich? Okay, mit. So. Ey, wenn die den Move macht, ne, ist die unbesiegbar. Ich hab echt kein Med mehr, ne? Ich hab grad mein letztes genommen.
ich habe noch zwei. Nee, jetzt habe ich nur noch eins. Oh, ordentlich Schaden genommen. Also sie. Der war auch keine Bossanzeige, ne? Das ist scheiße, ja. Was macht sie? Oh, 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 ja, ja, was, ja! Was. Heb sie auf, Angelo. Oh, Leute, wir haben's. Wer will sie zuerst? Digga, sieht aus, ne? Ach, die Körperteile müssen gefetzt werden, Geht gar nicht. Nee, so, weil das eigentlich kam ein Update raus, wo die dann zu einem Fleisch geworden werden, wenn die nicht fetzt. Ich glaube, es geht auf der Overworld. Ach, keine Ahnung, geht nicht. Okay. Das ist mir scheißegal. Ich nehme hier noch ein paar Pfeile wieder mit. Junge, was ein ungezogenes Kind. Keine Manieren. Erziehungsmaßnahmen, Alter. Was soll die Jugend von heute, Alter. Ja, die Jugend von heute, Alter. Boah, wie Angelo mit diesem Balk aber auch sprintet wie der letzte Weltmeister. Junge, was ist los? Ich muss loswerden, die ist ekelhaft. Ja, Digga, alles für Timmy und Kindergeld, Digga. Ja, wozu ist er sonst gut, ne? Also. Hallo, Timmy! Haben wir nochmal eine Soda geholt, einfach so als Belohnung. Lauf ich eigentlich richtig? Ja. Läuft. Nein. Da jetzt hier links rein? Ja, nee, das ist. Hä? Sind wir gerade im Kreis gerannt? Ja. Nice Scheiße. Ja, da müssen wir gleich die alte kann wieder aufstehen. So. Hier hinten. So. So, hier ist der Informatikraum, Jungs. So, bist du da, Lukas? I am here. Check mal so mal rein, ne? Lebt die überhaupt noch? Alter, wieso hast du. Bist du Magier oder warum konntest du? Ich oder? Der ist ein Jedi! Er ist ein Jedi-Ritter! Er hat die Macht benutzt! Hm. Oh mein Gott. Eine goldene Keycard. Wir sind jetzt Prime-Nutzer. Digga, Premium, Premium, was fuck. Aber, hä? Okay, also können wir jetzt durch diese Tür. Inshallah, da schwöre ich doch auf alles, Junge. Oh, durch welche Tür? Durch die hier, komm her, kannst du aufmachen. Oh. Ey Junge, da schwöre ich doch jetzt gerade auf alles, ne? Also wenn das so weitergeht. Und wir das heute noch erfolgreich beenden, die Forest. Da werde ich mir zur Feier des Tages erstmal fett einen reinlöten. So, hier kommt jetzt ein kleiner Cut hin, besser gesagt ein großer Cut, weil das Video sonst viel zu lange dauern würde. Ich habe aber auch keine Lust, dieses Video in zwei Parts aufzuteilen, weil das hier das finale Endvideo sein soll. Deswegen einfach nur kurz beschrieben, wir sind da halt bei der Endhöhle jetzt langgelaufen, bis wir dann halt zur finalen Endstation gekommen sind. So, Angelo geht da vorne nicht an diesen Dings, da geht Niklas dran. Aber du musst halt genau das vorlesen. Boah, Alter, brummt es hier. Was ist das denn? Jetzt sind wir ja doch bei Ark Survival Wolf. Was ist los hier? Das ist ja hier, Niklas. Wie alle hier mit diesem Bild stehen. Wieso? Kann das sein, dass Timmy von gar keinem hier das Kind ist, dass wir alle drei nur Pedos sind? Nein, wir haben das Kind zu dritt gezeugt. Wir haben zu dritt in seine Mutter reingeschossen. Oh, ich kann draufdrücken. Moment, Niklas, ich habe diesen Satz gerade komplett ausgeblendet, ne? Was war das? Ich hab gesagt, wir sind keine Pedos, Alter. Wir haben einfach nur zu dritt in seine Mutter reingeschossen. Ist alles gut? Oh mein Gott, Alter. Es wird schon wieder kritisch, Digga. Oh mein Gott, in diesem Flugzeug sitzt ein Kevin. Dann erst recht drauf, damit aller. Zack, 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 baller, 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 baller. Was ist das denn, Alter? Auf einmal habe ich Iron Man Flashbangs. Boah, Alter. Flashbang. Und plötzlich bin ich blind.
der 9-11-Anschlag. Die gibt's ganz oder gar nicht, ne? Psst, was? Ein Jahr. Ach, jetzt kommt das, ja, kenne ich auch. Ein Jahr später. Oh, was ist mit ihm los? Digga, der ist schon wieder epileptisch geworden. Der braucht seinen Zucker, Junge. Hör auf, den Menschen zuzuwinken, sonst kriegst du die Axt, die ich in der Hand habe, in der Fresse. Oh, hat ja eine Axt in der Hand. Angelo, der Glatzkopf. Der Glatzkopf hat auch überlebt. Hast du das gerade gesehen? Ja, klar. Der Glatzkopf hat überlebt. Dieser Anfall gerade von Timmy. Das ist nicht die Axt. Ist so, das ist nicht mal die Axt. Wir sind komplette Faker. Steht da ein Mexikaner an der Kamera? Ja. Ihr seid da viel weiter weg als ich. Ja, ich. Irgendwelche Störungen, Timmy. Ich will jetzt sagen, du bist so doof, diese. Der Baum passiert nicht. Dramatische Musik. Nee, ja, dem geht's gut, der ist immer so. Och nein, nicht schon wieder. Der ist immer so, alles gut. Der macht die Robbe, Robbe. Du, ich weiß, dass du das kannst. Ja, aber er macht sie falsch rum, ne? Ja, Timmy war schon immer ein bisschen komisch. Er hat schon immer ein bisschen langsamer gelernt als die anderen Kinder. Nein, nicht schon wieder. Nein! Ich glaube, er hat das so. Erwirk ihn! Er hat das Waschmaschinen-Syndrom. Schleudergang. Bitte nicht! Ich kann keine Jumpscares ab! Ja. Sehen wir uns endlich mal. Alles Timmy. Digga, jetzt nicht. Er ist wahrscheinlich schon lange tot. Sag sowas nicht. Wir Digga, einfach... er gönnt sich erstmal ein fettes Boost und warum hängt da schon wieder ein Kreuz, Alter? Sind wir jetzt auch zu den orthodoxen Christen konvertiert? Das ist die Insel? Nein, das ist ne. Das. Ich glaube, das ist eine andere Insel. Borscht. Gut, und damit verabschiede auch ich mich hier jetzt offiziell von diesem Projekt. Es war eine geile Zeit. Es hat richtig viel Fun gemacht. Ich bedanke mich auch bei denen, die die Videos geliked haben. Nimm meine starke Hand! Guck in die Videobeschreibung. Da wird die Liste stehen von Spielen, die wir noch aufnehmen könnten. Ja, Fenster. In einem Let's Play. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Hier noch ein kleiner Clip von Angelo. Ja, er hatte noch ein paar. Wie bitte? Was hast du gesagt? Ich kriege eins, dass ich beim Ende einwichs, oder? Dann kommt noch ins Video.